eigentlich ganz schön, dass alle Leute, die Mercedes gerne mögen, einfach aus ganz Deutschland hierher kommen. Und gerade zum DFB-Pokalfinale ist natürlich ganz genial, würde ich sagen. Da kommt man jetzt an die Karten auch nicht so schnell ran. Und wir haben echt super Glück gehabt, fand ich, dass wir ausgewählt worden sind. Hat uns sehr gefreut. Eine Sternfahrt ist, wenn viele Mercedes von ganz Deutschland nach Berlin fahren, um das Pokalendspiel anzuschauen. Herzlich willkommen, liebe Gewinner in der Mercedes-Benz-Niederlassung am Salzufer. Die Gewinner der Automotorsport-Sternfahrt zum Pokalfinale nach Berlin. Ihr dürft, wenn ihr eine gute Geschichte erzählt über die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Auto, dann kommt ihr in die engere Wahl und wir schauen dann, wessen Geschichten sind so gut und wessen Autos sind so gut, dass er in dieser Gruppe der 50 dann dabei sein darf. Wir haben damals in einer Pagode geheiratet. Das ist unser erstes altes Auto und das haben wir noch immer. Damit haben wir uns auch beworben. Der ist ja auch ungewöhnlich lange gebaut worden, der 126er, 12 Jahre lang. Ja klar, wobei der 560er war ein super Auto, weil der ging gut, der war super, also wunderschön zum Fahren. Ja. Das war ein Traumauto, ich habe ihn wirklich gerne gehabt. Es war ein Traum, also das war jetzt nochmal der wirkliche Abschluss, dass wir am Bundeskanzleramt vorbeigefahren sind, wo der Wagen ja auch hingehört eigentlich. Durchs Regierungsviertel und alle Leute haben uns Platz gemacht. Der Konvoi hat wunderbar geklappt und dann die Einfahrt hier auf den VIP-Parkplatz. Also das ist schon ein Erlebnis, das merkt man schon so ein bisschen im Bauch auch. Ja. Das tolle Gefühl ist, man ist ja nicht alleine, sondern das Fahren im Konvoi, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben gut zusammengearbeitet. Nummer 20 hinten hat auch viel Humor. Die hat das immer locker nach vorne gegeben, sodass wir dann auch mal warten konnten und dass das insgesamt sehr gut geklappt hat. Für die ist natürlich eine tolle Geschichte. Allein, wie gesagt, auch die Autos durch Berlin zu fahren, was natürlich immer eine Reise wert ist natürlich. Und dann natürlich so ein Pokalfinale zu sehen. Das ist einfach nur eine rundum gelungene Sache und ich habe eigentlich nur viel Positives davon gehört. Und vielleicht nehme ich mal nächstes Jahr daran teil.